Ich schenk's euch richtig ein. Die Speedies labern die ganze Zeit von Paralleluniversen und sie checken nicht, dass sie wirklich existieren. Da gibt's Menschen, die drehen bei solchen Themen durch, die flippen vollkommen aus. Und ich versteh's, aber das ist halt Programmierung, das ist das, was ich meine. Zumindest sagst du, dass wir den Himmel auf Erden erschaffen können, wenn wir es möchten. Wie sieht dieser Himmel auf Erden aus? Der ist schon immer da. Der war nie weg. Wir haben nur die Hölle daraus gemacht. Das Ego macht die Hölle draus. Wenn du nicht mehr deinem Ego folgst, bedeutet es ja auch, dass du nicht mehr dem Ego der anderen folgst. Und da wird das Ego der anderen ganz schön sauer. Das will dich dann nämlich ganz dringend wieder einfangen und will sagen, ja Moment, das ist jetzt schon gefährlich, was du da machst, ne? Das kann man nicht tun. Man kann ja nicht einfach das so machen, wie du das machst. Spiritualität ist nichts, was du, wo du hinstreben musst, in dem Sinn, wie es die Menschen denken. Das ist etwas, was verschüttet ist. Das war da, als du hier angekommen bist. Da gab es gar keine Frage, da gab es nichts, nichts Spirituelles. Hätte uns klar werden können, oh shit, wir haben alle Angst vorm Sterben. Macht es dann nicht eher mehr Sinn, so zu leben, dass man keine Angst hat zu sterben, als alles zu tun, um nicht zu sterben?